Wir haben uns gerade schon gestritten, welches ist das beste Heroes of Might and Magic Spiel? Ich sage, es ist Teil 3, Tom sagt aber Teil 2. Und da er hier derjenige ist, der die Retro-Inhalte bestimmt, hat er recht. So, welche Rasse hast denn du immer gespielt? Es gibt hier Ritter, Barbaren, Zauberer, Hexmeister, nochmal Zauberer und Nekromanten. Du meinst bei den Helden? Genau. Das ist ja im Endeffekt deine Rasse. Ach so, ist das die Rasse? Genau, ja, weil irgendwann, du beschließt es ja dann irgendwie mit den Rassen in den anderen Teilen. Ich habe immer die Feuerrasse gespielt, wo du dann die Dämonen hattest. Gibt es die hier überhaupt noch nicht? Nee, also gibt sowas Ähnliches mit diesem Wizard, die dann irgendwie Drachen haben. Aber ich spiele immer gern die Nekromanten. Ja. Und schon geht's los. Das ist schon so irgendwie Instant-Nostalgie bei mir, weil genau. Heroes of Might and Magic 2 war nämlich noch ein Spiel, wo die das alles handgezeichnet hatten. Während du beim dritten Teil ja diese vorgerenderten und dann in 2D umgewandelten Dinger hattest. Ja, aber es sah viel besser aus. Also ich fand Teil 3 war cooler. Ja, es ist nicht unbedingt gut gezeichnet. Also es gab halt dieses Stadtmenü, sah besser aus. Es gab dann schon verschiedene Verbesserungen, die mir auch besser gefallen haben. Also Teil 3 gilt eigentlich unter Fans als der rundeste Teil. Ich glaube aber, bei mir liegt es auch daran, ich habe damals halt Teil 2 gespielt, ja. Ultra intensiv und dann irgendwann direkt danach mit Teil 3 angefangen und da war ich dann so ein bisschen schon übersättigt von Heroes damals. Also mich hat das nie übersättigt. Also selbst die Tatsache, dass die seit Teil 3 eigentlich den dritten Teil immer nur noch ein bisschen hübscher machen, hat mich nicht gestört und ich habe jetzt die Tage, deswegen spielen wir das Spiel eigentlich auch, weil ich dieses Shades of Darkness jetzt gespielt habe, das neue Add-on zu Teil, jetzt lass mich nicht lügen, Teil 6 war das, ne? Genau. Teil 6, da habe ich halt auch gemerkt, wie ich sofort wieder drin bin. Ja, ich bin jetzt auch sofort, ich merke auch, wie das alles motorisch noch verankert ist in meiner rechten Hand. Aber du konntest hier in Teil 2, konnte dein Held noch nicht selber eingreifen, zum Beispiel. Na, das er kann zaubern. Kann er? Aber er ist nicht eine Figur auf dem Spielfeld. Wo kann er denn zaubern? Wo hast du denn Zauber? Ich kann hier Cast Spell machen. Haste zum Beispiel. Wobei, ich glaube, das macht nur Runden. Nee, tatsächlich, er kann weitergehen. Ich glaube zwar, die Skelette werden nicht so viel machen. Ah, doch. Ah, diese dummen, schwachen Halblinge können ja eh nicht. Ja. Vor allem der NPC, wie der sie immer so verteilt aufstellt, ist doch voll unklug taktisch. Auch wenn man jetzt, also ich habe, wie gesagt, ich habe es jetzt gerade erst gespielt, wie wenig sich das tatsächlich geändert hat. Ja. Das ist so ein Kritikpunkt, den ich auch an den neuen Teilen irgendwie anmerken wollte, ist, dass das halt sich so gar nicht weiterentwickelt hat. Also es gab auch erzählerisch, machen die das ja zum Teil immer noch so in tatsächlich Textboxen. Selbst in Teil, im aktuellsten Teil jetzt. Im aktuellen war es doch irgendwie so, dass die was weggenommen hatten, dass es diesen Stadtscreen nicht mehr gibt, oder? War das nicht so? Dass du das nur noch von außen siehst, deine Stadt? Ich glaube... Also ich weiß, ich bin mir nicht mehr sicher, weil ich den nur so kurz gespielt habe. Ja, ich hab's jetzt, wie gesagt, letzte Woche erst gespielt und kann mich trotzdem schon nicht mehr erinnern. Das ist aber tatsächlich in diesem Stadtmenü, verbringt man deutlich weniger Zeit als früher noch, das stimmt schon. Okay. Ich habe jetzt hier ganz oft so andere Rassen angenommen, die Halblinge und die Goblins, die ja eigentlich nicht zu meinen Nekromanten gehören. Was für die Moral der Truppe nicht gut ist, aber am Anfang halt unglaublich nützlich. Ich weiß gar nicht, ob das in neueren Teilen zum Beispiel Einfluss darauf hat. Die haben ja jetzt, neuerdings hast du ja dann so dein Helden-Inventar, wo du so ganz viele Items mit dir rumschleppen kannst und vor allen Dingen halt auch so eine Skill-Tree-Liste. Siehst du, jetzt hast du die Moral schon gesehen, jetzt kann der nicht mehr angreifen. Achso. So, ich mach mal Haste. Siehst du, das gibt es zum Beispiel im neuen nicht. Also diese Moral-Features hat das, glaube ich, nicht. Ich glaube, jetzt wirst du niedergemäht, oder? Das könnte, ich habe 24 Goblins. Nee, das wird noch. Zumal das sind schon geupgradete. Ach, verdammt! Okay, ich habe nichts gesagt. Sehr gut. Aber wie sie alle auf die dummen Zombies gehen. Soll ich mal erstmal den hier tot? Ja. Die Zombies halten das aber aus. Das ist auch immer so ein Faktor gewesen, der mich total fasziniert und begeistert hat. Und in den neuen Spielen ist das ja auch total wichtig. Ich hab dann wirklich das immer versucht so zu managen, damit ich so wenig wie möglich Einheiten verliere. Genau. Also es ist ja wirklich so, dass du dann halt, wenn du neu startest und das Ganze, wenn du nicht halt wirklich Pech hast und ist ja manchmal so vom Zufall abhängig, dass wenn das Glück oder so zum Beispiel zuschlägt,
Aber dann kannst du wirklich richtig, richtig taktisch spielen. Das mag ich an diesen Spielen, dass du wirklich die volle Kontrolle über die Schlachten hast. Je nachdem, wie du von welcher Seite du angreifst und solche Sachen. Das finde ich cool. Ich finde es auch so motivierend mit dieser Stadt hier, dass du dann zum Schluss kriege ich ja diese Skelettdrachen oder was das sind. Genau. Im Laboratorium. Jetzt mache ich erstmal die geupgradete Pyramide, dann kriege ich hier super Zombies. Hast du eigentlich eine Mission gespielt oder open, offenes Game? Ich habe ein ganz normales Standardspiel jetzt gemacht für die Zwecke dieses Retro-Gameplays. Sollte das reichen. Ich habe das aber auch richtig viel Multiplayer gespielt. Guck mal, hier stehen Bauern. Ja, ich auch. Also es ist ja, wir hatten ja sogar überlegt. Die sind eingeschüchtert von der Macht meiner großen Armee. Deinen vier Skeletten. Und ich gehe ihnen trotzdem hinterher und mache sie nieder. Und das ist zum witzigerweise übrigens auch eine Sache, die richtig schief gehen kann, auch in den neuen Teilen. Ja, manchmal denkt sich das System, okay, die sind schwächer, dann bin ich ihnen schon hinterher und dann haben die mich platt gemacht. Also es ist ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Die Bauern sind allerdings tatsächlich die, soweit ich weiß, schwächste Einheit in Heroes of Might and Magic 2 von den Wizards. Ja. Dafür gibt es halt manchmal so einen NPC, der kommt dann mit so einer Armee aus 1000 Bauern an. Die können dann auch reinhauen. Ja. So. Okay, die Moral ist echt schlecht in meiner Gruppe hier. Dabei habt ihr doch nur Bauern vor euch. Was ist denn daran so schlimm? Ich finde toll, wie diese Zombies angreifen. Was ich nur sagen wollte, war, dass so ein Multiplayer da tatsächlich, wir hatten jetzt sogar erst überlegt, ob wir einen Multiplayer-Match gegeneinander machen, aber dann sitzen wir hier echt so 3 Stunden. Das hättet ihr nicht sehen wollen. 3 Stunden ist nur noch wenig. Ja. Guck mal, das gibt's auch nicht mehr, ne? Dass du diese Puzzles hast. Nee, auch nicht. Stimmt. Das gab es, glaube ich, im 5. noch, aber im 6. nicht. Vielleicht, wahrscheinlich wird es jetzt so einige richtige Hardcore-Fans geben, die uns da verbessern, aber soweit ich weiß, der 5. hat es noch, der 6. auf jeden Fall nicht mehr. Da gab es dann nämlich, wenn du alle Puzzles hattest, alle Obelisken aufgedeckt hattest, wurde der Ort von der Schatztruhe freigestellt und du kannst ja dann hier so graben genau. Danach. Wobei der 6. erinnere ich mich gerade, der hatte auch so ein ähnliches Feature. Kennst du, wie hieß denn dieses Bounty Heroes? Nee. Achso, King's Bounty. King's Bounty, ja. Das ist auch ein sehr schönes Spiel. Also es gibt ja zwei direkte Mitbewerber, beziehungsweise der eine davon ist sogar der eigentliche Urvater, glaube ich, nämlich Disciples. Disciples 3 kam, glaube ich, vor 1,5 Jahren oder vor 2 Jahren ein neuer Teil raus. Oder Teil 3 kam raus. Der hat mir auch sehr gut gefallen. Das ist wirklich dasselbe Spiel, fast nochmal. Aber es war halt auch genauso süchtig machend. King's Bounty hatte ja so diesen einen großen Unterschied, dass es dieses Runden-Feature auf der eigentlichen Map nicht gab. Okay. Also du hast nicht... das war alles Echtzeit. Du konntest dich in Echtzeit fortbewegen. Die Kämpfe verliefen zwar schon in Rundenstrategie, also in Runden. Ja. Heute die Sprache. In Runden, genau. Aber auf der Karte konntest du dich frei herumbewegen. Was ich ganz cool fand, denn ich habe das ganz oft so in Heroes of Might and Magic gemacht, jetzt kommt wieder eines der Gaming-Geständnisse, wenn ich irgendwann keinen Bock mehr hatte zu warten, dann habe ich mir ganz oft so unendlich Bewegungspunkte gecheatet. So. Sodass du halt so wirklich über die Karte rennen konntest und ich finde das ja bei so manchen Spielen macht das total Spaß, irgendwann dann so richtig loszulegen. Ich habe jetzt hier ein neues Spells bekommen. Und zwar Dragon Slayer. Ich glaube, der bringt mir gar nichts. Ja, gegen Drachen macht der mehr Schaden. Super. Juhu. Aber wir haben mehrmals so Glück und Moral bekommen. Und Glück gab es ja auch noch. Da konntest du dann manchmal zweimal angreifen mit einer Einheit. Was besonders toll ist, wenn du dann zum Schluss irgendwie so einen Stack aus 50 Drachen hast oder Minotauren oder was auch immer die starken Einheiten waren. In Teil 6 hatte ich jetzt zum Beispiel gemerkt, dass sie da zum Beispiel eine der vielen Verbesserungen, die sie eingeführt hatten, war, dass du jede Stadt, die du besitzt, kannst du besuchen und kannst dann die ganzen Einheiten, die nachproduziert wurden, abholen. Ich weiß noch, dass es in den ersten Teilen immer so war, dass wenn du in deiner Anfangsstadt neue Einheiten nachproduziert hattest, am Anfang einer neuen Woche, dann musstest du zu denen hinreiten und die abholen. Ja, genau. Und dasselbe galt auch für die Zaubersprüche. Also wenn du in einem Magieturm, genau, wenn du den aufgebaut hattest, musst du hinreiten, einmal auf die Magiegilde klicken und schon hattest du die neuen Zaubersprüche. Stimmt. Das geht heute alles besser und es gibt so neue Einheiten oder alle Einheiten bauen geht mit einer Taste. Das ist schon ganz cool. Das sind so diese Komfortfunktionen, die einem dann hier natürlich fehlen. Logistik. Und dann hole ich mir meine neuen Einheiten ab. Schon Vampire. Huch. Und danach kommt nur noch das Mausoleum mit den Liches und das Laboratory mit den Bone Dragons.
Ich glaube auch nur, bei mir ist Heroes 2 wirklich nur so beliebt, weil es wirklich dieses erste Spiel dieser Art war. Also ich glaube, ich habe vorher nie irgendwie Rundenstrategie gespielt oder sowas. Okay. Und war dann hier sofort gehuckt. So, die lasse ich mal da. Ich habe solche Spiele ja früher wirklich bis zum Erbrechen gespielt. Also selbst so Sachen wie XCOM oder UFO. Also alles, was so im Grunde mit Rundentaktik zu tun hatte. Eins meiner Lieblingsspiele aus der damaligen Zeit war tatsächlich Max, wenn das noch jemand kennt. Okay. Auch so ein, ja, so ein Strategiespiel mit Panzern und sonstigem futuristischem Gefährt. Och, das ist eine kleine Hobbit-Höhle, wie niedlich ist das denn? Ja, da habe ich vorhin die Halblinge rausgeholt. Ah, okay. Die, glaube ich, jetzt sogar neu drin sein könnten. Ja. Ja. Und so, die haben jetzt gar keine Chance mehr. Die haben keine Chance mehr. Aber bei mir ist übrigens, ich habe immer so diesen Drang, meine Einheiten so nach Stärke zu sortieren. Ja. Was eigentlich taktisch nicht klug ist, aber. Ihr könnt uns ja mal in die Kommentare sagen, welches euer Lieblings-Heroes of Might and Magic ist. Und wäre auch mal ganz interessant zu wissen, ob es tatsächlich Leute gibt, die das eigentliche Might and Magic noch kennen, also die tatsächliche Rollenspielreihe. Stimmt. Hast du den vierten gespielt, Heroes of Might and Magic? Vier? Ja, ja. Ich habe alle gespielt. Den fand ich nicht so toll. Den fünften fand ich wieder richtig gut. Der vierte war vor allen Dingen im Vergleich zum dritten Teil einfach nur nochmal dasselbe. Genau. Aber eigentlich gilt das für alle Nachfolger, muss man fast sagen. Ja, aber ich fand den nicht hübsch. Also der war so ultra farbenfroh, was ja eigentlich was Tolles ist, aber... Ich muss ganz offen gestehen, bei mir verschwimmen die wirklich zu einem großen Brei. Einem großen Heroes. Ja, ja, genau. Es ist einfach eine geniale Reihe, die man immer wieder spielen kann. Was mich so ein bisschen, wie gesagt, gestört hat, dass sie sich so gar nicht an die aktuellen Gepflogenheiten irgendwie anpassen. Und was halt auch man auch sagen muss, es ist ein wirklich unbarmherziges Spiel. Ne? Also das waren die Vorgänger schon. Ist jetzt auch das aktuellste Add-on, was ich jetzt gespielt habe, Shades of Darkness. Wenn du da mitten in der Kampagne oder sogar am Ende der Mission, also Mission meine ich, bemerkst so, fuck, du stehst vom Endgegner und der macht dich so nieder, dann musst du neu die Mission zum Teil anfangen, weil da hilft es ja manchmal auch nicht, irgendwie ein Autosave neu zu laden, weil du manchmal so grundlegend verkackt hast von Anfang an. Ja, definitiv. Gerade jetzt im neuesten Shades of Darkness, die allererste Mission ist, du hast Einheiten und die behältst du bis zum Schluss. Wenn du da nur eine verlierst, kannst du den Endkampf vergessen. Ja, und das merkst du aber erst wirklich beim Endkampf, weil dass das so eine fiese Sau ist, das weißt du ja vorher nicht, wenn du es nicht schon mal gespielt hast. Deswegen musst du wirklich, also das ist ein extremes Mikromanagement zum Teil. Und Teil 5 fand ich da zum Beispiel noch am schlimmsten. Also der war richtig schwer. Der war aber hübsch. Der war hübsch. So, wir machen jetzt hier mal, ich würde mal sagen, der letzte Fight gegen dieses neutrale... Koraxten. Ja, stimmt. Eine Stadt. Age of Wonders gab es übrigens noch, fällt mir gerade ein. Age of Wonders, das habe ich nicht gespielt. Da habe ich den zweiten Teil mal gespielt, aber das war mir dann schon wieder zu dröge. Weil das hatte nicht diese etwas fluffige Präsentation mit den kleinen Figürchen hier. Das ist jetzt aber kein richtiger Stadtkampf, wa? Nee, die haben keine Verteidigungsanlagen. Ja. Beziehungsweise auch keine Mauer oder sowas. Ist halt noch keine richtige Stadt, sondern nur so ein neutrales Dorf. Aber mir ist es episch genug. Ja. So. Wir haben jetzt hier diverse Curse Bloodlust, machen wir mal. Der schön viel mehr Schaden. Auch immer toll, die Geräusche damals. Das ist übrigens cool, dass du einem Vampir Bloodlust gibst. Ja. Hat er jetzt so richtigen Durst? So richtig Durst. So richtig Durst. Ah, verdammt. Dieses Glückssystem gibt es im neuen gar nicht mehr, fällt mir gerade mal auf. Ja, ist schade. Ich fand das immer noch mal so zusätzlich motivierend. Achso, der wurde jetzt verflucht automatisch durch die Mumien. Die Halblinge sind fast tot. Und den seine Lanzenträger jetzt auch. Der hat noch nicht einen Vampir getötet. Was ein Noob. Das ist voll der Noob, ey. So, die Bauern auch tot. Der auch tot. Jetzt gibt's nur noch die da oben. Verdammt. Ja, im aktuellen Teil können ja die Helden dann noch eingreifen. Das ist dann quasi wie so eine zusätzliche Einheit. Ach, wie ich das liebe. Nein, ich habe daneben geklickt. Wie ich das liebe, wie ich das schon wieder... Ja, ich bin auch total... Also es ist so ein instant-süchtig mein Spiel. So. In den neuen Teilen ist es zum Beispiel auch so, dass du halt... dass du halt unten so diese Leiste angezeigt bekommst. Wer ist als nächstes dran? Wer wann dran ist, ja, das ist praktisch. Das hilft so bei dem... Dieses epische Ding habe ich. Genau. So, Wahnsinn. Hier kann man jetzt ein Castle draus bauen, wenn man genug
Zeug hätte, ich kann mal eine Runde warten, vielleicht kriege ich dann genug Geld. Aber ich bezweifle es, um nochmal das Ding hier zu zeigen. Was für ein Ding? Noch eine Runde. Na, das Schloss, was hier draus entsteht. Achso. Weil das sind dann die Ritter. Achso, nee, mir fehlt der Stein. Nee, okay, dann kriegen wir das nicht hin. Aber ich kann mir jetzt hier 30 Bauern rekrutieren. Aber ich kann. Ja, sehr gut. Ja, das ist Heroes of Might and Magic 2. Ja. Unglaublich sympathisches Spiel. Holt euch Heroes of Might and Magic 3. Hört nicht auf Tom. Das gibt es bei Good Old Games, ne? Genau, GOG hat die alle, glaube ich. Hat sogar die alle, genau. Ja. Und es ist auf jeden Fall eine Reihe, die man sich angucken sollte. Wie gesagt, das aktuellste Add-on Shades of Darkness ist jetzt im Handel erhältlich. Wirklich beinhart, kann man aber auch sogar spielen, ohne den sechsten Teil besitzen zu können. Standalone. Genau. Gibt dieser das. Reihe eine Chance. Und wer hat das? Ich glaube, Ubisoft macht das. Ubisoft, bitte mehr davon. Allerdings würde ich mir da so eine krasse Call of Duty-Präsentation. Also zum Beispiel dynamische Maps, du reitest da lang, auf einmal bricht alles zusammen. Ja, oder stell dir halt das mal vor mit Warcraft 3 Story. Ja, genau. Wäre. Also so mit Ingame-Sequenzen. Genau. Ja. Kamera zoomt ran und bam und Max Payne springt durchs Bild und macht's gut, Leute. Das war's mit unserem Retro-Gameplay zu Heroes of Might and Magic 2, der Gold Edition, die wir hier gespielt haben, mit dem Add-on. Von dem habt ihr zwar nicht gemerkt, ist aber egal. Ihr könnt euch jetzt hier die Playlist zu Trivia angucken. Da gibt's Assassin's Creed, Portal, Bioshock etc. Und auf der anderen Seite gibt's das Epic-Sprechgefecht, nämlich Dota gegen League of Legends, gegen World of Warcraft mit allen möglichen Begriffen. Und gegen die deutsche Sprache und vor allen Dingen. In den Kommentaren solltet ihr uns auf jeden Fall noch vorschlagen, wenn ihr Retro-Gameplays zu älteren Titeln wollt oder Nostalgias oder Trivias oder sonstige Sachen. Also alles, was mit Retro zu tun hat, was ihr euch da wünscht. Wir können auch über Konsolen oder so reden. Tut dies und sagt uns in den Kommentaren, was ihr da wünscht.